Wein degustieren und dabei noch shoppen und Geld ausgeben. Für viele eine paradiesische Vorstellung. Am Zürich Spring Tasting war das möglich. Ausgewählte Boutiquen an der Bahnhofstrasse in Zürich präsentieren erlesene Tröpfe. Eine Win-Win-Situation für die Winzer und die Boutiquen. Shirley Amberg hat diesen Anlass für sie besucht. Den Wein an einem breiten Publikum im Privatkundensegment präsentieren. Und das an einem Ort, wo Getränke in der Regel nicht willkommen sind. Das ist die Idee hinter der Veranstaltung Zurich Spring Tasting. Eine Degustation auf exklusiven Terrain, wie zum Beispiel hier im Burberry's. Oder im Grieder, wo ein Wein aus der Bündner Herrschaft angeboten wird. Im Schmuckgeschäft von Clave Arpels bei Manuel Tresch haben wir auch noch vorbeigeschaut. Was hat Sie dazu bewogen, heute Ihre Wein hier zu präsentieren? Also einerseits sind wir im Zürichsee daheim mit unserem Weingut und wir wollen gerne unser Wein hier präsentieren und nicht nur in der Gastronomie, sondern allgemein an der Bevölkerung in Zürich. Wir tun es natürlich gerne so einem Publikum hier an der Bahnhofstrasse die Wein präsentieren, weil einheimisches Schaffen tun wir gerne zeigen, unsere Wein von der Schweiz. Jawohl, es ist ein spannendes Kontrastprogramm. Auf der einen Seite die hemdsärmeligen Naturbursten und auf der anderen Seite des Weinglas die noble Klientel, die in den Luxusboutiquen ein- und ausgehen. Aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Ich habe gerne schönen Schmuck, ich habe gerne schöne Uhren. Und natürlich mit diesen Weinangeboten, die es hier hat, um neue Weine kennenzulernen, zum Vergleichen und so, sehr interessant für mich. Also ich schaue gerne den Schmuck an und die Uhren. Genau, also ich bin primär da für den Wein, aber auch wegen den Uhren und ja, wegen gutem Essen und der Stimmung, ja. Warum sind Sie heute Abend da? Wegen dem Schmuck oder wegen dem Wein? Wegen dem Schmuck, wegen dem Wein und wegen der Fashion. Und ich glaube, jeder Mann hat so etwas gern. Es ist ja nur eine Geldfrage, oder? Nein, nicht nur. Es ist vor allem eine Frage vom guten Geschmack und dem Verständnis für die edlen Tröpfe. Haben die Kunden da denn überhaupt eine Ahnung vom Wein? Teils, teils. Es hat Leute gehabt, die sehr Wein interessiert sind und sich auch Fragen gestellt haben. Es hat eine Diskussion gegeben. Und dann hat es auch wieder Leute gehabt, die einfach gekommen sind, um ein Glas Wein zu trinken, um mit den Leuten ein bisschen schwätzen untereinander. Aber es ist sehr gutes Publikum gewesen. Und es gibt viele Kunden, die haben Ahnung von Wein und diskutieren mit uns. Das ist sehr interessant. Manchmal weiss man es nicht genau, ob sie eine Ahnung haben oder nur so haben, aber sie sind sehr interessiert und fragen da. Und von dem her ist es sicher für uns gut und für sie ist es auch sehr, sehr eine gute Sache. Ja. Egal ob Weinliebhaber, Genussmensch oder sporadischer Weintrinker, es geht um die Lust und die Freude am Luxus. Im Glas wie auch in den Regal. Über den eigentlichen Genuss raus gibt es aber noch eine willkommene Begleiterscheinung von dieser Luxusdegustation. Der Wein löst nicht nur die Zunge, sondern lockert auch den Griff zum Portemonnaie. Spekulieren Sie darauf, dass der Wein die Kauflaune wird fördern? Ich meinte es schon. Also die Leute sind eigentlich begeistert mit diesem Wein und sind auch sonst sehr gut drauf heute Abend. Und von dem her könnte ich mir vorstellen, dass die euch der eine oder andere wird Wein bestellen bei uns. Ja. Ich glaube, das ist sicher einer vom Grund wahrscheinlich von dem ganzen Marketingkonzept. Ob sie so wie sie wieder mal gesehen, ich weiß es nicht. Kommt auf jeden Fall, sie trinken. Die Leute sind locker und wenn man locker drauf ist, dann wird auch einer gekauft. Aber es heisst nicht, dass man irgendwie hasardierend wird, aber man wird lockerer durch den Wein. Denken Sie, das wird auch Ihre Kauflaune fördern? Ich denke, von Laden zu Laden wird es eigentlich immer besser.